Ja, meine wunderschönen Freunde, willkommen zurück zuletzt bei Yo Quatsch Puni Puni. Wir sind immer noch in Lenzhausen und wie ihr gerade auch vermutlich hier noch eine Seelenanzeige seht, ist es so, ich nehme gerade alle beide Folgen hintereinander auf, damit ich ein bisschen Vorrat für euch habe. Und jetzt let's go mit Opa Gusto im Fall Level 4. Zack. Aber Dornian war wirklich nicht so gut, ganz ehrlich. Da hatte ich wirklich privat mit Viptor viel mehr Luck. So, jetzt probiere ich irgendwie auch noch seine Ulti hier voll zu kriegen. Wird aber nicht so leicht, besonders nicht bei Opus, weil er alleine ist. So, das kann ich mir noch so vorstellen. Ja, ich glaube, ich habe ihn auch hier seine Ulti nicht zu triggern. Zack. Okay, es hat seine Ulti richtig krass aufgefüllt. Aber jetzt ist Opa Gusto eh gleich tot. Nee, ich denke immer, Opa Gusto ist viel zu schwach dafür. Endlich seine wunderschöne Ulti. Okay, lässt sich sehen. Tatsache sonst. Sag, jetzt müssen wir riesig reinböllern. Und über 2000 Schaden. Das sind also 64.000 Erfahrungspunkte. Punkte. Und Opa Gusto befreundet sich und ist auch Auto-Befriend. Mit Auto-Befriend meine ich natürlich, die werden automatisch angefreundet, ohne dass ihr was gemacht habt. Ja, und da braucht ihr den nichts zu essen werfen. Ja, die kommen automatisch zu euch mit. So, damit wir Opa Gusto nun auch hier bezwungen. Das ist das Inventar, das brauchst du mir nicht erklären. Ja, das hier ist die wunderschöne Rangliste. Ja, das sind hier, wenn ich Freunde hätte, habe ich aber nicht. Noch nicht. Weil die erste Folge ja auch noch gar nicht online gekommen ist. Okay, jetzt geht's um Mixstar im Fall Level 4. Ich kann empfehlen, weil ihr für eine weitere. Ach, ich verrate es noch nicht, aber trainiert ein bisschen Mixstar auf Level 6. Macht ich nicht natürlich, weil ich den nicht brauche, aber macht das an. Wenn ihr nicht Geld dafür noch bezahlen wollt. Also In-Game-Währung. Das kann ich euch schon mal raten. G-Banner trainiert so gut wie jeder am Anfang, von daher ist das auch gar kein Problem sein. Ich bin leider auch nicht so gut, wie ich finde, in diesem Game. Ich bin nur akzeptabel, aber halt nicht wirklich gut drin. Wie manche andere. Ich bin immer noch ziemlich am Anfang. Und Shibanya, let's go. Yeah, Tatsache des Sons, Fichtel macht eine Healung. Okay, jetzt geht's weiter. Kurz wurde die Aufnahme leider abgebrochen. Also darum habt ihr, glaube ich, auch eine Ulti nicht mitbekommen, die ich so gezündet habe, denn ja, Speicherplatz war zu knapp. Darum muss ich hier nochmal die Qualität und so weiter sofort leider runterdrehen. Leider. Und eine weitere Seele. Läuft. Jetzt kann ich auf jeden Fall genug aufnehmen. Yeah, wir haben das geheime Level freigeschaltet. Das ist noch zu schwer für uns, kann ich nicht sagen. Das machen wir noch nicht. Aber wir machen mit Level 10 natürlich weiter.
gegen Wanderkappa. Leider weiß ich jetzt nicht, wie viel Minuten wir schon auf der Uhr hat. Auf jeden Fall nicht so krass viel Minuten. Da werden wir wahrscheinlich heute Klippe Manner besiegen. Das ist der Boss von der 1000. Und das war's. Ja, werden wir dann nicht machen. Denke ich. Nice Ulti. Voll. Yeah. Es kommen crazy Ultis. So, nicht am besten noch seine Ulti. Und das wär's. Wir kommen Leonidas. Das Problem ist, wir haben noch nicht mal ein Team. Ja, ich weiß genau, was jetzt kommt. Ist ja genau das. Und zwar, wir haben ja Leonidas schon. Und dann wird seine Ulti-Seestufe wird er durchgelevelt. Und deine Ulti wird jetzt also mehr Damage machen, weil sie auf Level 2 ist. Yeah, Level 11. Vincicado. War nett, wenn Vincicado jetzt mitkommen würde im First Try. Denn Vincicado braucht man für ein Siegel und möchte die Siegel schon alle schnell abschließen. Hab keine Sorge, selbst wenn er jetzt nicht mitkommt. Wir gehen einfach weiter, es gibt noch tausendweise Vincicado Levels. Ne? Das ist gar kein Problem. Wenn er jetzt nicht mitkommt. Es wäre nur nett, wenn er jetzt schon mitkommen würde, aber braucht er natürlich nicht. Okay, Chibanya, jetzt brauchst du eine gigantische Attacke. Starten. Meistens nimmt man eher die aus Yokomaten. Meiner Meinung nach. Tiokas aus Yokomaten nimmt man eher, weil die meisten so Rang S oder Rang A sind. So, also ein Privataccount habe ich mich schon langsam mit dem ersten der Yokai beschäftigt und da fehlt mir auch nur noch eine einzige, die man sogar aus Yokomaten ziehen hätte können. So wäre das natürlich sehr nice, wenn sie schon Yokomaten kommen würde und dann Rang und dann wir schon den ersten der ziemlich früh hätten. Wäre sehr cool. Wenn das so sein würde. Yeah, Vincicado kommt einfach first try mit. Nice. Und wir haben eine weitere Seele. Yeah, damit wäre der nächste Charmanta auch hier registriert und das nächste Siegel. Für den ersten Dian. Wäre damit auch offengelegt. Und dann geht es nun zu Level 12 mit Prassa auf Level, im Fall Level 6. Ja, wir raten jetzt hier durch. Also Level 1000 ist ja bald vorbei wieder. Dann geht es auch schon zum nächsten Gebiet. Ne? Also, wir sind hier fast durch. Läuft er wie am Schnürchen. Aber so soll es ja auch laufen. Nee. Machen wir jetzt ein Ulti. Denn irgendwann später müssen wir halt immer auf die Fieberzeit warten und dann aber den Ulti reinknallen. Damit wir richtig viel Schaden austeilen. Aber ja,
so weit müssen wir noch nicht denken. Aber wenn es sich denn cooler anfühlt immer. Und darum machen wir jetzt hier auch schon die erste Ulti. Instant. Ach, schade. Keine weitere Ulti mehr geschafft. Aber Prater ist eh besiegt. Mit 998 Schaden, 44.300 Punkte. Prater ist Auto Befriend, Yokai, also von daher, er wäre so oder so mitgekommen. Und wie sieht's aus? Yeah, 2 Seelen sogar. 2. Damit sind wir nun schon mal im Plusbereich. Und der nächste von Gletschiger. Ja, der leitet damit nun den Shop ein. Aber es geht weiter mit Level 13. Wir brauchen die Erklärung der Apps überhaupt nicht. Da kannst du halt Sachen kaufen mit einem Y-Geld. Von daher, wir brauchen die Erklärungen nicht. Okay, Schirmschell. Der aus Joghurt 2 kommt da. Ne? Bei manchen Jokers habe ich das nicht gesagt, obwohl ich wusste, aus welchem Teil die kommen. Aber könnt ihr ja jederzeit nachschauen. Das ist ja gar kein Problem. Zirk, hier eine gigantische Power Instant. Die wir jetzt loswerden. Ja, ein Spanier-Kombi. Wäre auch nice. Sag. Ach, schade. Der erste Schirmschein will auf jeden Fall noch nicht mitkommen. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Können wir jetzt endlich mal hier ziemlich viele Punkte vielleicht rausmachen, ne? Sag, wir haben nämlich ziemlich viele Ultis, die jetzt alle gezündet werden. Es wird nur noch Wichtel, das Ulti. Die hätten wir damit jetzt auch voll. Bedeutet, es wird jetzt so gigantisch, dass wir vielleicht sogar 100.000 Punkte bekommen. Auch nur vielleicht. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Zack. Gigantischer Move einfach. 3.000 Schaden. Und, ach schade, ganz knapp nicht die 100.000. Und wir kriegen nur so Udeen-Sachen. Schade. Kein Schirmschelm. Aber ist auch nicht so schlimm. Und wir haben 2 Seelen wieder bekommen. Sehr cool, dass wir jetzt 7 Seelen insgesamt noch haben. Freut mich natürlich mega. Mega. Und da vergessen wir heute zu Walzer. Ich glaube, das waren Chacha, Plattler und Walzer. Das Tanzgras-Trio. Möchte gegen uns kämpfen. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Okay. Walzer, Plattler und Chacha. Let's go. Spanian macht sich schon mal ready. Ich glaube, die sind aus Jokic. Ne, die sind schon seit Jokic 1 eigentlich dabei. Doch. Wenn ich schon an Wabbo zurückdenke, da waren die ja auch, die Seekreise. Ne? So, Dornian. Wäre damit schon mal ready. Zack, 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 zack. Alle drei schnell hinterher gefeuert. So, dann machen wir noch Premiere. Den da. Dornian können wir auch noch festhalten. Ihn hier. So, was von. Und Chacha konnte uns schon mal mit. Nice. Übrigens, wenn ihr einen Joker bekommen wollt, greift erstmal den Joker an, den ihr bekommen wollt. Weil, solltet ihr den anderen bekommen, dann ist es halt so, dass ihr den euren Joker, den ihr wolltet, nicht mehr bekommen könnt. Wenn sie also nicht mehr in diesem Durchlauf, sag ich mal, ne, wo die Seele benutzt habt, nicht mehr bekommen könnt. Also. Ja, yeah, Dornia. Das ist halt die gleiche Ulti wie Chibanian eigentlich, ne? Ist ein bisschen unnötig, weil sondern so eine Fusion von Hustania und Chibanian. Aber Shibakuma wäre cool gewesen. Oder Sailonian. Aber ne, ich krieg Dornian.
Yeah, eine weitere Seele. Nice. Und Cha-Cha bekommen wir auch noch. Und sie ist sogar für ein Siegel wichtig, also doppelt Glück, dass wir Cha-Cha bekommen haben. Und damit geht's nun zum Boss. Glibbermanda im Level 10. Ich bin gehyped, let's go. Let's go. So, und zwar, da würde uns jetzt das Boss-System erklären, aber das kenne ich schon. Wir müssen einfach nur Glibbermanda anpinnen. Ist ganz easy hier. Einfach nur Glibbermanda anpinnen. Ist ganz easy hier. Shibana, let's go. Fichte. Ja, nice. Jetzt hier beides. Wenn ich angepinnt hab. Loswerden. Jetzt lassen wir es erstmal wieder. Mit kurzzeitig mit dem Angreifen, sondern lassen schönes Auge switchen, greift dann schön an. Unser Kombi der Möglichkeiten. Ja, sieht ziemlich gut für uns aus. Hier weitere Angriffe von uns eingedrückt. Oh, wisst jetzt Ulti ist schon ready. Nice. Hier Premieres brauchen wir noch. Wichtel. Yeah. Boom. Boah, wir haben schon hier krasse Ultis am Start, die sau viel Damage machen. Wie viel Schaden hat es eigentlich jetzt gemacht? Naja, Dornian, let's go. Und besiegt 556 Schaden. Yeah. Damit hätten wir das nun geschafft. Auch Glibbermanda wäre bezwungen, aber nicht mit 3 Sternen, leider. Aber eine 5 Sterne Münze bekommen. Yeah. Nee, nicht bewerten. Gut. Und weil wir den 200 Sekunden, glaube ich, geschafft haben, ist damit auch die Kanalisation freigeschalten. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. Ihr könnt mir gerne aufklären, wenn ihr da mehr wisst. Diese Videos, sage ich mal, werde ich mir offscreen anschauen und das gleiche geht auch für diese Videos, damit wir einfach viel mehr Seelen haben. Ne? Denn mir ist wichtig, dass wir ziemlich viele Seelen für die nächsten Videos haben. Da werde ich mir diese Videos anschauen. Da bekommt man diese Tickets da, bekommt man dafür. Und hier bekommt man halt eine weitere Seele. Dann mache ich das offscreen, mache ich das selber. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Yoga Puni Puni. Bis dann und tschüss.